Nun haben wir es mit einem Zylinder mit Radius r und Höhe klein h zu tun, dessen Werkstoff eine variable Dichte ρ aufweist. Zu bestimmen ist nun sowohl die Masse des Zylinders als auch das Massenträgheitsmoment um die z-Achse. Wie schaut zum Beispiel das Massenelement aus, das dm? Also wieder ausgehend vom ρ dv natürlich. Das Rho einsetzen, ja, und das dv, ich habe jetzt da zum Beispiel so ein Schalenelementchen rausgenommen, sodass man dann über das r integrieren kann. Also ich habe sozusagen da ein infinitesimales Stück dr rausgenommen, das da sich nach unten verlängert, das rundherum geht, also das tatsächlich sozusagen einfach eine Schale ist, von innen startend nach außen integrieren. Und dann schaut das dv folgendermaßen aus. Das ist natürlich wieder der Umfang von dem Ding, nämlich 2π mal dem jeweiligen Radius, wo wir gerade sitzen. Und die Höhe ist die Höhe vom Zylinder, die bleibt eh konstant. Und das Ganze braucht man dann nur mehr über r integrieren. Das hier, um es noch einmal zu verdeutlichen, ist das infinitesimale Schalenelement mit dem jeweiligen Radius r. Und dann muss man, wie die Kollegin richtig gesagt hat, noch das Rho einsetzen. Und das Rho ist gegeben als k plus ar Quadrat. dv von oben eingesetzt, ich ziehe jetzt das h noch vor, r dr. Das ist unser gesamtes Massenelement. Und da sieht man jetzt, dass hier an der Stelle ja ein r-Quadrat drinnen steckt und man dadurch einen Fehler machen würde, wenn man das nicht sofort mit integriert. Die Masse ist zuerst einmal gefragt. Naja, die Masse ist jetzt einfach, da integrieren wir einfach das dm aus einmal. Wir haben jetzt die infinitesimale Masse ja schon hier stehen. Das heißt, wenn man die Gesamtmasse haben möchte, integriert man einfach über das dm. Das heißt, ich schreibe daher, m ist Integral dm über den ganzen Querschnitt. Machen wir da noch ein m dazu. Das heißt, wir haben die rechte Seite von oben, integrieren wir über r. K plus AR Quadrat 2pi HR dr und zwar von 0 bis groß R über den ganzen Zylinder. Haben wir also 2pi H als Konstantenfaktor, den man rausziehen kann, 0 bis R K plus AR Quadrat 2pi h mal k Integral 0 bis r mal r dr ist das erste Integral und 2pi h a kann man auch noch rausziehen, 0 bis r der dritten dr ist das zweite Integral und im Endeffekt ist die Masse 2pi k groß r Quadrat halbe, sofort eingesetzt die Grenzen, plus 2pi h a groß r der vierten Viertel, kürzen wir da noch den Zwarer, und haben ein pi mal h mal r Quadrat mal k plus a halbe r Quadrat. Das ist einmal unsere Masse für diese veränderliche Dichte. Das Massenträgheitsmoment um die z-Achse ist ja jetzt das Integral r² dm
R-Quadrat ist wieder unser Abstand. Normal auf die Achse für so kreisrunde Probleme ist das ja immer das Gleiche. Das heißt, wir haben das Integral 2pi h r der dritten, wenn es oben einsetzen. Also wir setzen jetzt das dm von hier wieder hier ein. Das ist 2pi h r, r Quadrat steht einmal im Integral, also mit dem r da oben, r der dritten, mal k plus a r Quadrat von der veränderlichen Dichte integriert über r und zwar wiederum von 0 bis groß R. Das heißt, wir bekommen wieder zwei Integrale, 2pi h a Integral 0 bis r, r der dritten dr, das ist der erste Faktor, und ein 2pi h a 0 bis r, r der fünften dr. Also ein 2pi h k groß r der vierten Viertel, Grenze klar eingesetzt, und ein 2pi h a groß r der sechsten Sechstel, auch hier wieder gekürzt, liefert dann ein Massenträgheitsmomentum z, das pi mal h mal r der vierten halbe ist, mal k bleibt dann noch über vom ersten Term und 2r Quadrat a Drittel. So, das ist Massenträgheitsmomentum z wieder.